Hallo meine Lieben und willkommen bei Brick Freaks. Heute wieder mit dem Ingo und mit einem neuen Mock, den ich euch vorstellen möchte. Es geht jetzt nicht direkt um den Defender. Der New Defender 42110. Jetzt möchte man meinen, das ist der Defender 110. Nee, ist er nicht. Das ist der Defender 90, aber egal. Also, es geht um Zubehör für dieses Teil. Es gibt bei Rebreakable so tolle Sachen, die man in dem Gerät verändern kann. Angefangen von verschiedenen Varianten von einem Türmechanismus, dass die Tür richtig zum Klappen ist. Na. Über Veränderungen vom Dach, wie zum Beispiel hier die Lichter. Die Lichter hier oben, okay, den Stoßfänger gibt es jetzt so nicht, den gibt es aber in zwei andere Varianten dort. Und bei dem Modell fehlte mir eben eine Sache. Ich habe gesagt, okay, das ist toll, man kann auch ein paar schöne Veränderungen an den machen, aber ein Anhänger wäre cool. Und genau den bauen wir jetzt mal zusammen. Das ist, oh Moment, ich zeige euch erstmal, wie das aussehen wird. So ungefähr wird das dann unterm Strich aussehen. Das ist die Mock-Nummer, wo sind wir, wo sind wir? 40123, eine richtig coole Nummer. 40123 ist von Rebrickable die Mock-Nummer. Das gute Teil wird 817 Teile haben. Die Bauanleitung kostet 8,50 €, ist eine PDF-Bauanleitung aus Studio Design. Machen wir hier mal aus. Das heißt also professionell, welche Teile verbaut werden. Da sind wir jetzt hinten bei den Benzintanks, Kanister. Die Teile habe ich mir von Rebrickable geholt. Quatsch, von Bricklink geholt. Unterm Strich habe ich gezahlt etwas zwischen 115 und 120 €. Wobei ich mir jetzt nicht geholt habe die Teile für die Kanister, weil ich hatte noch drei Kanister. Zwar jetzt nur zwei grünen und einen grauen, aber egal. Habe ich gesagt, okay, die brauche ich nicht. Und die schwarzen Pins, die Dreier-Pins, die habe ich mir jetzt auch nicht geholt, weil ich hier, ach, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 150, 200 Stück. Ja, 200 werden es nicht mehr sein, aber so gut 150 Stück habe ich davon noch da. Aber die kosten wirklich nicht die Welt, also das ist kein Thema. Dann haben wir ein paar Liftarme. Die dünnen Liftarme sind ein paar, die wir brauchen. Wobei hier jetzt auch mehr drin sind, als gebraucht werden. Ich habe das dann beim Zusammenstellen, habe ich dann meine normale Bestellung leider mit da reingeschmissen. Ein paar Kleinteile. Die normalen Pins, die Dreier-Pins. Die über hier. Relativ viele von den Abdeckungen, von den, ach, wie heißen die? Ein Viertel, nein, ein Viertel sage ich immer, es ist aber ein Drittel, ach, ich weiß nicht. Also die oben eine normale, normalen Stecker haben ohne Aufnahme. Dann. Von denen haben wir ein paar, alles unterschiedliche. Teilweise glatte, teilweise nicht. Da werden zwei in Schwarz von benötigt. Genauso wie die schwarzen Zweierachsen. Dreierachsen mit Stopper, Fünferachsen, also auch Kleinkram. Und hier haben wir eine ganze Menge von.
Das sind alles 15er. Dann haben wir hier die Liftarme. Was sind denn das? Das sind 5 auf 2, 4, 6, 7. Dann die Paneelen, die rund sind. Flache Paneele haben wir da unten noch ziemlich viele. Und noch ein paar Platten. Ups. Oh, es fällt auch noch alles runter. So, dann fange ich jetzt mal an mit dem Basteln. Freue mich schon drauf, wenn es fertig wird, wie das dann zusammen aussehen wird. Bauabschnitte gibt es jetzt ja nicht wirklich beim Mock. Das heißt, ich baue immer so ein klein bisschen und zeige euch dann den Fortschritt. Also, bis gleich. Hier haben wir mal das Grundgerüst, auf dem dann alles aufgebaut wird. Hier kommen die Räder drauf, Radkasten, hier eine Halterung, wo man zum Beispiel dann einen Haken reinklemmen kann. Das ist hinten, das ist vorne. Jetzt nichts Spektakuläres. Das Lustigste habe ich euch noch nicht erzählt. Als ich mir die Teile bestellt habe, habe ich auch mal geguckt. Es gibt die Reifen ja einmal als Felge und Reifen und als Paket Felge und Reifen zusammen. Und ja, da habe ich leider einen kleinen Tippfehler in der Nummer gehabt, die dummerweise dann aber auch ein Komplettradsatz war. Und habe mir den hier bestellt. Dachte, es wäre das Richtige. Nö. Da hätte ich mal besser nachgucken sollen. Erstens ist die Felge falsch, zweitens ist der Reifen falsch. Und drittens würde das doch ziemlich. Naja, es wird noch gehen, gerade so, ja, aber ist schon ein bisschen seltsam. Passt nicht so wirklich da rein. Ja, im Verhältnis zum Defender. Naja. Also, wenn ihr euch was bestellt, achtet darauf, dass ihr auch das Richtige nimmt und nicht so Blödsinn macht wie ich. Hat mich schon gefreut, ja. Hab mir echt gedacht, okay, was kosten die Reifen und die Felgen? Die liegen so, ach, jetzt muss ich nachdenken. Ich meine, die Felge liegt so bei 50 und der Reifen bei 90 Cent. Und das komplette Ding hier lag bei, ich glaube, 45. Schon das war cool, als Komplettradsatz so viel günstiger. Jo, wenn es der richtige gewesen wäre, ist er aber nicht. So, ich bastel dann mal weiter. Ich denke mal, ich mache hier vorne die. Ach, wie heißt denn diese Gabelung da vorne? Jetzt habe ich es gerade verdrängt. Die Anhängerkupplung und hier drüben den Radsatz und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So sieht er jetzt schon mal mehr nach einem richtigen Anhänger aus. Wie gesagt, ich habe die falschen Räder dran. Aber damit ich das euch mal ein bisschen besser zeigen kann, habe ich gesagt, okay, ich mache die mal mit dran. Wir haben die Seite vollständig auf beiden Seiten. Da kommt jetzt noch hier der Aufbau und der gesamte Innenraum. Dann haben wir die. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Ich werde wahnsinnig. Wenn ich das meinem Schwiegervater erzähle. Wir fahren ständig mit seinem durch die Gegend und holen irgendwas. Und jetzt vergesse ich den Namen. Naja. Ist aber auch schon spät, ja. Also seid mir da nicht böse drum. Also, wir haben hier vorne ein Stützrad. Das ist jetzt eingeklappt. Hier zieht man ein bisschen an der Achse mit Stopper. Das war zu wenig. Dann klappt es auf. Drücken es wieder rein. Es ist fixiert. Fährt auch schön mit. Und wenn man ihn dann wieder anhängt, also man kann ihn dann auch quasi alleine hinstellen. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt an dem Defender dran sein. Wenn man ihn anhängt, klappt man das hoch. Ein süßes kleines Rad. Was kann ich hier so schöne kleine Räder gibt. Ich kenne nur von früher diese ganz hässlichen, die mit der ganz großen Achsaufnahme drin. Jo.
ist stabil. Ja, kann man nichts gegen sagen. Sieht noch ein bisschen offen und löchrig aus. Das will ich jetzt mal ändern und bauen wir weiter. Also, bis gleich. So, hat sich was getan. Die typische Farbgebung ist drauf. Die Platten, Liftarme, Plates. Für unten sieht es nicht so schick aus. Aber im Idealfall sollte man ja keinen Anhänger von unten sehen. Von der Farbgebung her gefällt es mir gut. Ist halt typisch. Das weiße Dach, Seitenteile, das Schwarz von A, B, C, D-Säule. Die Ketten habe ich jetzt einfach mal hier reingeklemmt, damit die jetzt nicht die ganze Zeit hier rumfliegen. Da kommt dann so eine Abdeckung drüber. Ja, habe ich jetzt schon weggeräumt, schade. Das heißt, man sieht die auch gar nicht mehr zum Schluss. Bin ich mal gespannt, wie er fertig aussieht. Bis jetzt gefällt er mir sehr gut. Jo, dann mache ich mal weiter. So, was ist das denn hier Seltsames? Ganz einfach. Das ist die rechte Seite der Rampe. Wird dann aufgeklappt. Und ja, würde ja so nicht halten. Dafür ist innen drin dieser Mechanismus hier. Den schiebt man einfach nach oben. Und schon kann man hochfahren. Schon hält das Ganze. Relativ einfach gelöst. Ist aber immer dabei. Und man muss nicht groß irgendwie was umbauen. Ganz einfaches System. Dann mache ich das jetzt mal an dem Anhänger dran und zeige ihn euch gleich mal im Ganzen. Also, bis gleich. Da haben wir ihn fertig, den Anhänger. Den Mock 40123. Eine sehr schöne Nummer. Das Fahrzeug, also der Anhänger, der hat eine Höhe von 15 cm, eine Gesamtlänge inklusive der Deichsel vorne mit 46,5 und eine Breite, wobei hier das die breiteste Stelle ist. Von der zu der Seite hat er 23 cm. Die Ladefläche hat eine Breite von 15,2, eine Länge, ja, jetzt je nachdem, insgesamt bis zu dem Ladebereich hier vorne hat es eine Länge von 26,4. Wenn man das Rad drauf lässt, sind es allerdings nur 25,2. Wenn man hier vorne alles wegnimmt, kommen wir auf 31,2. Das hatte ich ja schon mal hier so grob gezeigt. Nach oben geklappt, reingeschoben. Kann er beladen werden? Theoretisch könnte man ihn auch so beladen. Also wer sich hier das zweite Teil sparen möchte, so steil wäre es jetzt nicht. Also theoretisch würde das bestimmt auch gehen. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Dann haben wir vorne das Stützrad. Hier an dem Pin leicht gezogen. Da. Kann das dann eingeklappt werden? Mit dem eingeklappten Zustand zusammengedrückt, das Ganze fixiert. Obwohl es jetzt hier nur zwei Stangen sind, ist das wirklich sehr stabil durch diese Verbindung hier. Also da seitlich
überhaupt gar kein Thema. Nach unten hat er ein bisschen Spielraum. Ja. Aber es geht noch. Ja. In die andere Richtung ist besser. Wenn wir das hier wegnehmen, klappt jetzt nochmal so provisorisch nach oben. So, ganz angeklappt. Rad ist weg. Würde jetzt zum Beispiel die kleine Ente, kleine Zitrone vom Nico 71 drauf passen. Ein bisschen nach vorne geholt. Also der wäre zum Beispiel passend dafür. Oder jetzt hier vorne. Ja gut, alles wollte ich jetzt nicht wegnehmen. Hier vorne die ganze Fläche freimachen. Dann passt sogar von Sembo der Banz. Nicht der Benz, sondern der Banz. Sogar der passt dann hier drauf. Aber das ist schon wirklich dann hart an der Grenze. Passt wirklich millimetergenau, links und rechts. Cool, passt aber. Und lässt sich immer noch sehr gut fahren. Okay, mit einem geklappten Stützrad jetzt nicht mehr. Habe ich ihn zu steil gehalten. Fixieren wir auch mal hinten mal. Dann fixieren wir es hinten mal eben. Dann hält er auch besser. Ja, kommt. Ja, noch einen Zentimeter hat er vorne noch. Rollt noch gut. Dann zeige ich euch jetzt morgen noch mal ein paar Bilder mit dem Defender 100. Nein, Blödsinn, Defender 90. Die Artikelnummer 42110. Ist aber nicht der 110, ist der 90er. Zeige ich den euch morgen noch mal, wie der aussieht, wenn er dranhängt. Das habe ich eben zu fest drüber gezogen, dass mir das Stützrad vorne abgegangen. Nochmal wieder dran. Gefällt mir. Schickes Teil. So, dann, also morgen in Sonnenlicht. Heute Abend wird es im Dunkeln nicht so schön aussehen. Also für euch dann bis gleich, für mich bis morgen. Hier einmal den Mock mit dem Anhänger dazu. Andersrum, hier einmal den Defender mit dem Anhänger-Mock zusammen. Hier habe ich mal den Bumblebee-Käfer von der Firma Kada, den ferngesteuerten. Kann wunderbar rauf und runter fahren, das zeige ich euch jetzt aber nicht. Also passt. Ja, da sind die stabil genug. Was ich vergessen hatte, euch zu sagen, es sind ja drei Bauanleitungen. Und zwar der Defender ist von der Federung her nicht so dolle. Ja, also hier federt er jetzt schön, aber auch nur, weil ich die zweite, die Soft-Federung gegen eine harte getauscht habe. Und hinten, ich weiß es nicht, ob ihr es so sehen könnt, da sind insgesamt drei Federungen drinne. Das ist eine der Bauanleitungen, wie man da eine dritte Feder reinbaut. Und die zweite Bauanleitung, die dritte Bauanleitung ist die Anhängerkupplung, wie man die baut. Bei Rebreakable in der Teileliste sind sowohl die Feder wie auch die Anhängerkupplung mit in der Gesamtteilliste aufgelistet, aufgeführt. Und ja, jetzt gucke ich mal gerade auf den Bildschirm. Sieht man noch was? Ja. Ich stehe nämlich ein bisschen weit weg von meinem Handy und kann es somit schlecht filmen. Ich habe jetzt das Rad einfach mal hier vorne reingesteckt, weil da passt es dann doch nicht ganz hin. Das würde dann ungefähr hier sitzen. Das kann man auch weglassen, wenn man das so möchte. Wie gesagt,
ein sehr schönes Modell, passt farblich genau zu dem des Defenders, so wie es sein soll. Aber ich denke mal, man kann jetzt auch andere Farben nehmen und hätte dann für ein anderes Modell, ja, wenn man den zum Beispiel schwarz-grau macht oder ja, wie könnte man noch machen, nur schwarz, nur grau. Ja, gibt es verschiedene Varianten, die man machen könnte. So, das war's jetzt. Das ist, wie gesagt, der Mock mit der Nummer 40123 und der Defender mit der Nummer 42110. Das sind schöne Zahlen, die kann man sich wenigstens merken. Okay, meine Lieben, das war der Ingo für Brick Freaks. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Da war ich jetzt ein bisschen vorschnell gewesen. Zur Bauanleitung von dem Anhänger gehören noch zwei kleine weitere Bauanleitungen. Und zwar zum einen, wie man hinten noch eine weitere Federung einbaut. Das zusätzliche Gewicht wäre sonst für die vorhandenen Federungen zu viel. Ja, also wenn ihr jetzt den Anhänger mit dem Bands habt, dann würdet ihr die ganze Zeit hier so runterhängen. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit. Radgerb. Wird einfach hier hinter noch ein weiterer dran gehängt. Und dann langt das schon. Wie ihr seht, vorne die habe ich auch getauscht. Das war mir auch zu weich. Ja, da habe ich einfach die vorhandene gelbe, die war die gelb? Nee, eine graue war das. Also die Soft habe ich gegen eine Hard getauscht. Ja, und hinten sind drei Harte drin. Und so hätte der meines Erachtens eigentlich ursprünglich auch gehört. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die den haben. Und alle haben dasselbe gesagt. Dass das von der Federung einfach nicht wirklich dolle ist. Mhm. Also das ist das eine, die Federung. Und das zweite ist dieses süße kleine Teil hier. Das ist die Anhängerkupplung. Die wird unten dran montiert. Ich zeige euch das mal, wie das geht. Das ist eigentlich auch eine relativ einfache Angelegenheit. Links und rechts müssen die abmontiert werden. Jo, schmeiß weg. Dann die lösen. Ja, brauchen wir einfach nur einmal umklappen, das langt schon. Ja, wenn man es lösen will und dann dort festhält, klappt das natürlich auch nicht wirklich. So. Dann nimmt er jetzt den Pin mit runter, das ist doof. Dann sollte es eigentlich dann nicht mit reinkommen. Ach, der mag mich heute nicht. So, jetzt haben wir es. So. Dann seht ihr jetzt hier, ich habe den mal getauscht, einen goldenen 2x Pin mit Achsaufnahme. Den macht ihr raus. Der muss nämlich getauscht werden. Da haben wir nämlich hier den hier. Den brauchen wir dafür. Machen wir einfach die Seite hier ab. Links weg. Den. Vorne mit so einem. Ja, Stopper ist das nicht. Was ist denn hinten das? Ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Den nehmen wir dafür. Wo ist der? Der kommt hier rein. Das wird dann hier unten wieder dran gemacht. So, reingeklickt. Dann müssen
Muss ich mal gucken, wie rum ist es? So rum ist es. Ja, warte mal. Jetzt habe ich irgendwas verdreht. So, nochmal gucken. Das kommt so rein. Das kommt so rein. Ah, die hier habe ich verdreht. Moment, ich muss das gerade mal ein bisschen abändern. So, Fehler gefunden. Ganz einfacher Fehler. Das darf ich hier noch nicht einbauen. Also das nehmen wir nochmal raus. Und ups, das nehmen wir auch nochmal raus. Das ist jetzt das Teil, was hier unten drin war. Das hier. Ne? Habe ich es einfach rausgezogen. Und das hier kommt hier rein. Dann stecken wir das Ganze hier drauf. Ich mache das jetzt hier nochmal ab, damit man mehr Platz zum Arbeiten hat. Das Teil, was wir vorhin weggelegt haben, das kommt jetzt hier drüben einfach dran. Und jetzt wird das hier wieder reingefriemelt. So, dann mache ich jetzt aber nochmal eine kleine Pause. Warum auch immer, ich habe immer Probleme, sowas dran zu machen. Also eine kleine Pause. So, da haben wir es wieder. Ich habe das jetzt nochmal gerade abmontiert. Weil in zwei kriege ich es rein, in drei passt es irgendwie nicht so ganz. Machen wir das hier unten wieder dran. Dann friemeln wir das jetzt hier rein. Na, wo ist das Loch? Wo ist es? Wo ist es? Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Sie klappen bei mir irgendwie nie so, wie sie sollen. Na? Ei, der piept nochmal. Ich mache das jetzt mal fertig und zeige es euch gleich. Nachdem ich dafür zu blöd war, habe ich es nochmal auseinandergenommen. Ja, wenn man in die Bauanleitung guckt, dann ist es doch etwas leichter. Also, das wird hier schon mal reingesteckt. Ja? Und dann kommt das Ganze erst hier drauf. So. Trotzdem habe ich aber immer hier die Probleme wieder mit dem Friemeln. Und das ist der eine. Der ist nämlich immer. Wenn der eine drin ist, fliegt der andere wieder raus. Also, Moment. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Es ist nun mal sehr schwer, hier jetzt kniend mit der falschen Hand, ich bin eigentlich Rechtshänder, kein Linkshänder, hier drin rumzufriemeln. Also, ich habe das jetzt hier unten reingesteckt. Tun wir die wieder rüberschieben, dass sie nicht im Weg sind. Klicken das hier wieder rein. Ja. Dann kommt die Pinsel wieder drauf. Und jetzt muss ich gucken, richtige Seite. Das ist, müsste die Seite gewesen sein. Nee, verkehrt rum. Sag mal, was ist jetzt los? Jetzt will aber auch nichts mehr hier funktionieren. Das ist die Seite, das ist die Seite. So rum. Ich sehe nichts. So. So wird das Ganze wieder fixiert. Ist scharf gestellt. Sieht unscharf aus. Ja, wenn ich mich nach oben bücke. Oben bücke. Mhm, klar. Dann sieht es auf jeden Fall besser aus. Das fehlte noch. Die Abdeckung mache ich gleich drauf. So. Was haben wir hier? Ja. Da fehlt dann noch was. Ach, ich habe es noch nicht reingeklickt. Das fehlte noch. Rüberschieben. Jetzt hat sich nach oben verabschiedet. Jetzt hat sich nach oben verabschiedet. Ach, herrje. Heute mag mich aber auch gar nichts hier. Habe ich gerade eine Achse irgendwo? Da. Da ist es. So.
unten reingeschoben. Jetzt hält es auch. Es gibt noch andere Anhängerkupplungen bei Bricklink. Die haben aber das Problem, dass die unten ein bisschen größer sind. Wenn ich den jetzt ganz runter drücke, so, wenn ich jetzt ganz runter drücke, hat er hier gerade noch ein bisschen Platz drunter. Ja, also noch nicht mal ein Finger. Die anderen, die haben hier unten so eine Kante gehabt. Das heißt, dann hat es hier klick, klick, klick gemacht. Und man konnte auch nicht ganz runterfedern. Ja. Da finde ich das doch ein bisschen besser gelöst. So. Jetzt suche ich das Teil, was mir hier runtergefallen ist. Das ist wahrscheinlich unter der Couch. Und mach morgen weiter. Also bis dann. Tschüss.